Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, entschuldigt, dass ich nicht geschminkt bin. Ich war arbeiten. Und daraufhin sind wir nach Holland gefahren, weil wir in der Nähe von der holländischen Grenze waren. Und da kann ich euch was zeigen. Ich habe die Hälfte schon aufgefuttert. Oder was weiß ich, oder getrunken oder was auch immer. Wir fangen aber mal an. Zum einen hier diese Rosinenbrötchen. Ich liebe die. Ich liebe die einfach. Das ist wie Ketchup. So liebe ich die und die. Die sind so schön weich mit Erdbeermarmelade. Sehr, sehr lecker. Ja, ach so, wir fangen jetzt an, ne? Viel Spaß bei dem Video. Ich habe gerade gesehen, die Hälfte ist hier, die andere Hälfte ist noch im Auto. Die hole ich gleich mal. Ja, dann das sind Donuts. Ich hatte gedacht, die sind gefüllt. Irgendwie hier hinten sieht so aus, als wenn die gefüllt wären, aber nein, sind sie nicht. Habe ich auch schon probiert. So, dann hier Kiste. Hier für Herrn Wuschel haben wir Futter geholt. Der freut sich und noch mehr Hundefutter für Herrn Wuschel. Da kommt noch einiges an Hundefutter. Ah, Katzenfutter. Hundefutter. Dann zweimal Katzenfutter hat mein Mann geholt und einmal für sich Pringles Hot and Spicy. Das stellen wir direkt mal, obwohl kann man schon sortieren. Hunde- und Katzenfutter, ne? So, dann haben wir hier noch mehr Dinge. Katzenfutter. Das ist hier drauf Hund und nochmal Hund. Also dreimal Katzenfutter, dreimal Hundefutter. In dem Laden ist es oft so oder meist so, man kauft 3, 4 Stück und den... Moment, ich stelle euch mal irgendwie... Habe ich das Gefühl, ich gucke euch so komisch an. Man muss 3, 4 Stück kaufen und bekommt das für 1 Euro oder so. So, Alufolie auch vollkommen uninteressant. Was haben wir noch? Ja, hier, es geht weiter, ne? So, dann hat mein Mann sich gekauft Rasierschaum. So, ich habe mir gekauft von Kneipp Body Wash hier und Body Lotion. Ich lese nur Corona, steht aber nicht. Aha, okay, irgendwas Spanisches, Italienisches, Gilde Duscher, welche Sprache? Keine Ahnung. Ja, das habe ich mir gekauft. So, dann geht's weiter. 1, 2, 3, 4. Genau, dann hier 4 so Müsli-Riegel. Das ist mit Mandel, Cranberry und Dark Choc. Die wollte ich mir zum Arbeiten mitnehmen, dass ich da irgendwas habe. So, ja, ich weiß. Also es war so, ich sag ja, man muss was kaufen, so und so viel Stück, damit es dann irgendwie, das heißt, ich kriege es für 1 Euro. Ist Zahnpasta. 8 Stück für... Ich glaube 2 Euro jetzt insgesamt oder so. Das war nicht teuer. Also 4 Stück, 1 Euro meine ich stand da. Und dann habe ich die mitgenommen. Und auch gerade diese von Crest, die mag ich auch sehr gerne. Die hole ich mir jedes Mal, wenn wir da sind. So, das kommt hier mit hin. Das kommt ins Badezimmer. Kann ich schon mal ein bisschen vorsortieren. So. Ja, wichtig. So, dann hier Hund. Das mag er gerne. Frisst er gerne. Und 3-mal Pedigree. Mag er auch sehr gerne. Das ab und zu kriegt er das nicht jeden Tag. Aber der frisst immer so gerne das Katzenfutter weg, was hier drin ist. Ja, da gebe ich ihm gleich was von. Ah, was ist das denn? Irgendwas... langweilt euch. So, dann ein Duschgel für mich. Das ist Feige Santorini Breeze. Feige irgendwas. So. Und einmal die So. Ich esse die so gerne, die Glühwürmchen. Gibt es in Deutschland auch, aber ich mochte die einfach. Ich hatte einfach da Hunger drauf. Dann habe ich die mitgenommen. Und Jelly Beans. Ja, da habe ich gedacht, die kann man auch mal probieren. Ja, das war der erste Supermarkt, wo wir waren. Und der zweite, das hole ich mal hoch. Jetzt habe ich die Sachen alle hochgeholt. Ist gar nicht mehr so viel. Nur noch futtern. Mein Mann, der hat sich so Getränkedosen gekauft, der da immer, ja, sind halt billig, ne? Oh, der Hund. Hat er alle schon im Kühlhaus. Das sind Chips. 15 Mixpack. Und das sind so kleine immer, alle möglichen. Mein Mann futtert nachts so gerne. Und dann nimmt er sich die und isst die dann. Ja. Dann habe ich gekauft, das kommt sofort in den Kühlschrank. Espresso Monster. Haben wir auch schon was probiert. Zwei da standen. Ist lecker, aber muss, glaube ich, gekühlt. Also wir haben es jetzt nicht gekühlt getrunken. Ich glaube, kalt. Wo kann ich es denn hinstellen? Ach, Herrgott. Achso, Fisch haben wir uns auch noch gekauft. Kibbeling. Mein Gott. 2 Dosen. Renner. Will nicht. Muss es hier hin. So. Gut, was noch? Ach genau. Dann, ich habe ja morgen Geburtstag und ich stehe auf hier. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die hin, die kleinen Dinger? Oh mein Gott. Ich habe es euch doch gerade schon gezeigt. Meine Dinger, wo sind die hin? Hä? Ich habe euch doch gerade die Glühwürmchen gezeigt, ne? Sind weg? Die haben hier noch gelegen. Ich war doch nur im Bad. Habe ich die jetzt ins Bad geschlürt? Um Gottes Willen. Huch. Muss ich mal gucken. Hä? Ja, auf jeden Fall, ich mag süße Sachen. Das, ach, meine Handtasche. Boah. Ja, ich liebe so süße Sachen. Das musste auch sein. Na, dann, hier für mich. Ach, mein Mann hat auch noch was. Hat sich mein Mann gekauft. Paprika-Dinger. So sehen die aus. Ist er dann. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Weiß ich nicht. Ich hier. Mozartkugeln. Ab und zu mag ich die voll gerne. So, die kommen auch gleich in den Kühlschrank. Und dann, ich habe ja morgen Geburtstag und muss arbeiten. Für meinen Kollegen. Erst wollte ich das andere holen, aber dann habe ich gedacht, der beschmeißt mich sonst. Da sind so Maisbällchen drin. Ja, ich mag die ab und zu ganz gerne. Und wenn wir dann abends da sitzen, können wir die essen. Und er mag Dortmund. Also warum nicht? Ich glaube, hätte ich die von Bayern München geholt, der hätte mich mit jedem Einzelnen... Das wäre, glaube ich, nicht so gut ausgegangen. So, das war's, was wir in Holland gekauft haben. Eine Sache noch, die konnte ich nicht kaufen. Da ist ja dieses Osterik, dieses große Gartencenter. Und da gab es letztes Jahr schon keine Hollywood-Schaukeln, sondern so Nester sind das. Und da fand ich die so geil. Und da war Gütersloh im Kreis, war gerade hier. Wir dürfen nirgendwo hin. Und da waren wir mit meinem Auto da. Und eine Woche später sind wir mit dem Anhänger dahin gefahren. Da gab es keine mehr. Man kann die nicht vorbestellen oder reservieren. Und ein so ein Nest will ich haben. Heute waren noch 2 da. Heute waren wir um 4, glaube ich. 3, 4 waren wir da. Da waren noch 2 Stück da. Und ich sage, ich komme morgen, ich kaufe 1, ne? Ja, ich hoffe jetzt, dass die morgen da sind, dass das alles klappt, dass wir dann so ein Nest haben. Das zeige ich euch aber dann, wenn es geklappt hat. So, das packe ich mir noch ein. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, Daumen hoch und so, ne? So, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wann der nächste Haul online kommt. Das ging ja jetzt Schlag auf Schlag auf Schlag hier bei uns. Dass wir andauernd shoppen gehen. Ja gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!